Mahlzeit, ihr Lieben. Ja. Alltag. Ne? Neben den ganzen Touren draußen muss man natürlich auch so seine Ausrüstung ein bisschen pflegen. Klamotten erledigen, die anfallen am Haus, im Garten. Das sind alles so Sachen, die kommen natürlich in so tollen Outdoor-Videos, in Anführungsstrichen tollen Outdoor-Videos, die kommen in Outdoor-Videos nicht vor. Zum Beispiel darunter, hier habe ich jetzt ein paar Schühchen, ne? Mit denen lade ich ja immer viel rum. Die sind jetzt zum Beispiel ziemlich schmutzig und die müssen gepflegt werden. Das sind Lederschuhe. Zum Schuster müssten die auch mal. Das sind dann eben halt so Sachen, die kommen nicht in Videos vor eigentlich. Aber heute, ich will ein bisschen Ausrüstung pflegen. Ich habe Palettenholz bekommen. Will ein bisschen das Palettenholz wegsägen, klein hacken, die Buschbox anmachen und dabei ein bisschen Schuhe putzen, meine Ledersachen fetten, damit die auch weiterhin gut funktionieren. Ja, weil wenn Leder anfängt so trocken zu werden, ich glaube, wissen wir alle, dann gehen die kaputt, die Sachen. Ja, nicht viel Gelaber, legen wir ein bisschen los. Ja, ich filme einfach mal ein bisschen dabei. Ja, und naja, wie immer, ein Tässchen Käffchen dabei. Alles ruhig und chillig. Bis später. Ja, in gewisser Hinsicht bin ich unverbesserlich, ne? Handschuhe sollte man schon anhaben. Will mal gucken, mit so einer 1 Euro, die habe ich in den Euro-Shop gefunden, die Säge, so alles kann. Bis jetzt sägt die ganz gut. Also gut, ist jetzt relativ weiches Holz, ist eine Zugsäge, eigentlich für Äste gemacht, aber funktioniert ganz gut. Also, wenn ich mir mal so den Querschnitt angucke, läuft, beziehungsweise zieht. Die Säge hat jetzt ein paar Klötzchen gesägt. Sagen wir so, ich habe mit schlimmeren gesägt. jetzt tue ich mir hier ein bisschen die Buschbox dran machen und dann wird Schuhe geputzt. Beziehungsweise, ach, Holz noch spalten. Oh, beinahe vergessen. Jo. Safety Fist, ne? Safety First. Das Auge sei was. Relativ zügig mittig angespalten habt. Jetzt ein Auge drin. Sowieso macht das dann Sinn, wenn das Holzstück schwerer ist als die Axt. Ich suche mal eins. Hier, es ist ein Hartholzstück. Das wiegt jetzt mehr als das Beil. Da macht es Sinn, wenn ihr das quasi reinhaut, dann andersrum zu spalten. Um den Kopf dann hier quasi zu benutzen, die flache Seite. Zack, einmal drauf.
ging jetzt relativ einfach. Ne? Da ist auch ein Holzauge. Ne? Holzauge, sei wachsam. Ja, und generell auch solche Stücke würde ich gar nicht mehr so hinstellen und spalten. Da ist mir viel zu viel Klimbim drumherum. Ja, dann nehme ich lieber quasi das Holzstück jetzt an meiner Spaltkante. Ah, Vorführeffekt. Jetzt an meiner Spaltkante. Zack. Ja. Die Axt quasi im Block, dann drehe ich das Holzstück weg anstatt die Axt. Ja, ja, viel Gelaber. Also ist für mich viel angenehmer. Muss jeder selber wissen, klar. Aber ja, ist auch ein bisschen Entspannung, finde ich. Also für mich ist es entspannt. So ein bisschen hier im Garten zu arbeiten. Was solltet ihr auch nur machen, wenn ihr ganz sicher seid mit der Axt und Handschuhe vor allen Dingen an, ne? Logischerweise. Das andere ist gefährlich. Sowieso, ne? Wenn ihr noch nicht so viel mit Äxten oder Beilen gearbeitet habt, macht erstmal, also ein ganz einfacher Tipp von mir, geht in den Baumarkt, holt euch einen Sack Fertigholz, ne, für 2 Euro, 3 Euro, was die kosten, kommt immer dran, auch drauf an, welche Jahreszeit ihr das holt, und tut das mal kleinhacken, zu so, sag ich mal, Anfeuerholz. Gleichzeitig könnt ihr, sag ich mal, so ein kleines Bündel immer mitnehmen für eure Touren. Ne? Passt ja eigentlich fast in jeden Rucksack, es sei denn, man ist so wirklich sehr, sehr minimalistisch unterwegs. Aber ihr habt gleichzeitig ein bisschen Anfeuerholz und ihr übt eure Fähigkeiten mit dem Beil. Ne? Das ist auch sehr wichtig, weil natürlich sind so grobe Klingen und grobe Arbeiten eine große Verletzungsgefahr. Ne? Vorteil, wie gesagt, davon ist echt, ihr übt, ihr habt schon Material, welches ihr mitnehmen könnt, und gerade in der dunklen Jahreszeit ist so Holzbearbeitung auch wirklich ein Risiko für Unfallgefahren etc. Ah, da kommt mein Paket. Ja, Päckchen ist gekommen. Ich hätte mir so eine gebrauchte Brotdose geholt. Ich finde die richtig schön. So ein bisschen Vintage-Style. Hat mich 2 Euro gekostet plus Versand 2,80, also 4,80. Ist jetzt nicht die Welt, aber ich finde sie schön. Ja, das war das Paket, was gerade kam. Ja, generell sei auch noch mal gesagt zu den Sicherheitssachen, ist auch noch ein wichtiger Punkt. Lasst das Saufen sein beim Holzbearbeiten. Also im besoffenen Kopf würde ich kein Holz hacken, auch nicht batonieren etc. Können böse Dinge passieren.
Ne? Ja, das eilt jetzt aber auch. Ne? Und jetzt gehen wir mal Schuhe putzen. Vorher haben wir das Ding an und dann. Käffchen. Ja. Für heute ist Sturm vorausgesagt. Eigentlich wollte ich raus, aber wie gesagt, gibt auch noch andere Dinge zu tun. Und na gut, Sturm im Wald hatte ich letzte Mal schon mal. Will ich nicht nochmal haben. War nicht so geil. Ja, es ist sehr windig. Ihr hört ja sehr wahrscheinlich so ein bisschen den Wind im Hintergrund. Ja, Schuhe putzen. Und die schöne Folie kommt angeflogen. Das ist ja hinten noch von der Verpackung. Schuhe putzen. Ja, ich mache das immer mit also einfachsten Mitteln. Ich nehme eine Bürste, um hier quasi den groben Dreck rauszuholen, wegzuholen. Weil hier sind ja teilweise echt Krusten drauf. Reicht auch ein Stückchen Holz. Ja, habe ich ja gerade so viel von. Ja, damit hole ich dann eben halt erstmal den groben Dreck runter. Ne? Weil hier so richtige Klumpen Erde, die will man natürlich nicht an den Schuhen haben. Ne? So. Ich habe ein bisschen Musik beigehört, ins Feuer geguckt. Und dann ist selbst die einfachste oder die ätzendste Pflegearbeit. Eigentlich ist die gar nicht so ätzend. Ich mache das sehr gerne. Ich pflege gerne meine Sachen, weil die mir dann länger Spaß machen. So Ausrüstungspflege gehört ja auch dazu, ne? Weil nach der Tour ist vor der Tour. Wenn man dann die Sachen nicht ordentlich pflegt oder darauf Acht gibt, dann benutzt man die nicht so häufig. Ne? Dann sind die auf gut Deutsch gesagt im Arsch. Ne? Also piep. Ne? So. Naja, und so ist man jetzt eben halt hier zugange. Ne? Und wie ich schon sagte, ne, ich mag es, wenn Dinge Patina bekommen. Zum Schuster muss ich auch mal, der muss die Sohlen abziehen und neu machen. Dann am besten ein Profil mit richtig schön viel Grip, damit ich auch wieder ordentlich treten kann. Ne? Ja. Schrotthändler kommt wieder. Der fährt hier immer hin. Immer. Und eigentlich weiß der, dass er hier nichts kriegt. Klassische Wollsocke. Ne? Nein, wir sind hier nicht in der Therapiestunde. Ne? Aber damit mache ich das eben halt. Ne? Dann habe ich hier, die benutze ich eigentlich immer. Einfache Schuhcreme, die kommt hier drauf. Richtig dicker Batzen. Und dann
wird geschmiert hier. Richtig schön reindrücken in das Leder. Und zusehen, wie das Leder wieder schön wird. Ja, gut, das vorher, nachher. Ich denke, das spricht für sich. So, jetzt kommt der andere noch. Und dann werde ich auch noch meine Lederhandschuhe einfetten. Weil die sind gefüttert. Die habe ich auch mal bei so einem relativ günstigen, Händler bekommen. Und die mache ich im Endeffekt auch nur so, dass ich die wie eine Hautcreme benutze, die Schuhcreme. Ob das jetzt Schuhcreme ist oder nicht. Und dann geht das, zack, wird das hier so wieder richtig schön eingeschmiert. Man merkt sofort, wie weich der Handschuh wieder wird. Oh, es hat schön die Wärme am Arsch, am Hintern. Ja, und so mache ich das. Na gut, jetzt haben wir hier ein bisschen Schuhcreme dran gehauen. Das ist halb so wild. Sehen, alter Pulli. Da Klamotten. Draußen Klamotten. Da kommt es nicht so drauf an. Ja, und dann sind die auch wieder richtig schön weich. Ist das schön. Ganz schön kalt wieder auf einmal. Das liegt ja wahrscheinlich auch an den Luftmassen, die sich gerade austauschen. Weil es ist ganz schön windig. Fängt jetzt wieder an ein bisschen zu regnen. Ich sehe oben ja hier so eine Kuppel mit so einem Waldgebiet drauf. Da zieht der Wind ganz schön durch. Thank you.